Das Krasse ist, man sieht meinen Alteisenbrustpanzer gar nicht mehr, wenn ich ihn angezogen habe, ne? Ist auch schön. Gut, gehen wir wieder hierher. Schieben wir den wieder hierher. Flanellhemd. Soll ich das Flanellhemd runterziehen? Das geht. Das soll jetzt dorthin. Ich glaube, ich bleib muskelschürt. Schwarzes Hemd wäre gut. Ah, du bist gerade daneben. Ich mal nach ganz links. Ah, du hast gerade Waffen und sowas und Werkzeuge rausgenommen, ne? Ja. Gehst du mal mit raus? Ich schau erst mal, was hier hinten. Ich will das Flanellhemd wieder hinlegen. Was ist denn das hier? Das ist ein Sweatshirt. Sweatshirt in braun. Bist du hier rein zufällig? Ja, du bist gefärbt. Und du hier? Farbe blau. Blau. Das lila. Wenn ich jetzt... wäre das Sweatshirt das hier? Ja. Wenn ich jetzt hier auf Verändern gehe und die Farbe lila hier rausnehme. So. Dann möchte ich wieder auf das hier gehen. Verändern und setze die Farbe lila hier ein. Jetzt habe ich ein Sweatshirt, was in der Farbe ist wie das Muskelshirt. Mhm. Das sieht doch viel besser aus. Finde ich. Das Muskelshirt ist jetzt weiß. Habe ich Material jetzt richtig geschrieben? Manchmal hängt es ja irgendwie beim Denken an. Kleidung und Material passt. Gut. Ich habe Essen mitgenommen. Also... Das. Auch das verrottete Fleisch, ne? Ja, du bist mit rein. Da kann man dann die. Das. Die Anpflanzkübel draus machen. Das. Weil es heißt Nahrung und Medizin, genau. Das hast du alles. Du hast jetzt hier drüben reingelegt. Nee. Waffen und Mods. Kleidung habe ich noch gar nicht. Die Kisten sind noch viel größer, ne? Ja, die sind viel größer. Ah. Gut, was haben wir in der Mitte noch so liegen? So. Ich habe jetzt alles Mögliche rausgenommen. Und Kleidung zum Beispiel. Da können wir hier Kleidung. Das ist Kleidung. Ein T-Shirt. Was dreckig. Die Farbe lege ich damit dazu. Zur Kleidung. Mhm. Hier haben wir noch Poncho, Stofffetzen. Stoff ist an Kleidungsstücke, Verbände und vieles mehr gefertigt werden. Legen wir das jetzt zur Medizin oder zur Kleidung? Ach, das ist schwierig. Das kannst du hier und da hinlegen. Ich würde es eher hier hinlegen, weil wir der Erde Verbände draus machen werden als Kleidung. Das Klebeband brauchen wir auch für einen Ofen, für einen Schmelzofen. Schmelzofen, das ist ein Material. Das ist ganz außen hier. So. Kann ich auch mal gucken. Genau, da haben wir auch die Rohre. Schmelztiegel, nee, wie ist das? Rohre hau ich auch bei Kleidung Material rein. Schmiede heißt das nur. Ich brauche kleinen Stein, Lehmboden, Leder, Klebeband und kurzes Eisenrohr. Der Mitte war Munition und Mods. Also auch wahrscheinlich die Waffen, ne? Ja. Hast du die alle schon da reingelegt? Ja. Ich weiß nur noch nicht, wo man dann die anderen Sachen halt hin tun. Ob man noch. Soll ich noch so eine Kiste bauen? Ist wahrscheinlich besser, dass du nochmal eine hinsetzt. Ich habe jetzt mal noch eine zweite Kiste leer gemacht und versuche jetzt mal ein bisschen zu verteilen. Also, das ist Material. Der Malerpinsel. Zwei kann ich noch herstellen. Ich habe hier noch Munitionsspitzen, die kommen dorthin. Die Pfeilspitzen, das Eisen ist auch zu Munition. Weil ich weiß nicht, wo die elektrischen Teile und sowas. Deswegen hatte ich erstmal Kleidung und Material. Wir können sie erstmal beim Material mit reinlegen. Also hier. Hier, innen steht noch hinter dir. Kleidung und Material ist richtig Eisen, ne? Ja. So, also zwei stehen jetzt noch hinter dir. Ich würde dir erstmal entriegeln. Kleidung und Material ist eigentlich Material ist alles, was wir nicht wissen, wo es hingehört, ne? Genau. Also stehen jetzt hinter dir noch zwei Kisten, die kannst du gerne beschreiben, wie du lustig bist. Munition und Mods, Munition. Ich weiß noch nicht wie. Das hier ist leer. Das Mitte ist leer.
So. Mal prüfen. Leer. 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 Kann man die auch zerdeppern? Das habe ich nochmal geprüft. Ob es auch wirklich leer ist. Unten links ist ein. Links ist irgendwas. Was ist denn da? Ein Hund. Nee, ein Wolf. Das ist ein Wolf. Das ist ein Wolf. Kommt der zu uns? Der Mond sieht ja toll aus. Ich habe ihn getroffen. Also kommt er zu uns. Ich habe mit Schleichschaden gemacht, damit ich. Mist, ist er. Vorne ist er. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Komm. Er war gerade eben noch hier. Wolf. Aber der bringt uns viel Fleisch. Wolf. Wolf. Ich hoffe, er hört mich deswegen. Wolf. Wolfi, Wolf, Wolf. Jetzt machen wir mal eine Phasmophobie. Wo bist du? Ja. Wie heißt du? Darf ich dich töten? Dann ist er die ganze Zeit nicht sehen, der wusste nicht, was so dunkel ist. Okay, dann. Also, wir wissen, dass er jetzt irgendwo hier ist. Ist er hier hoch? Scheibenkleister ist mich runtergefallen. Du hast ja auch Glück auf der Seite auch noch eine Leiter. Auf der anderen Seite war der Wolf gerade vorhin. Aber ich weiß keine Ahnung, wo er ist. Ich lock nochmal an. Komisch. Normalerweise kommt er doch dann bei Krach, oder? Eigentlich schon. Aber ich höre ihn nicht mal. Das ist ja schon das Komische. Deswegen, ich zerte aber erstmal hier die Kisten. Ich mache jetzt hier einfach mal das Ding kaputt, mal sehen. So, hier wollte ich, damit ich den das mal wieder repariere. Irgendwas mache ich jetzt hier kaputt. Achso, das war ein Stück Fenster. So, die drei Kisten sind weg. Gut. Schauen wir nochmal. Ist hier irgendwo. Der Wolf ist halt so dunkel, dass der auf dem grünen Gras. Kann man das vielleicht irgendwie heller machen hier? Sand draufschütten? Ja. Guck mal hier. Ach ja, ich könnte hier vorne runterfallen, wenn ich hier bis zur Leiter komme. Muss ich aufpassen. So. Aber da wird jetzt durch den Krach auch nicht angelockt. Nee, nicht so richtig. Ist er vielleicht schon tot. Ich gehe mal ein bisschen weiter vor und schau mal. Hier ist er nicht. Ah, tot würde mich auch wundern. Also ich bin unten. Mach mal die Fackel an, damit ich dann auch die Leiter rechtzeitig sehe. Nee, das ist weg. Hat man doch gerade eben noch gehört. Im Haus kann er eigentlich nicht sein. Irgendwas höre ich. Hinten ist er, hinten ist er beim. Der ist beim Tank. Ach, da ist der Tank. Oh. Sehe ich, ne? Ist tot. Gut. Hier, leider runter. Ich hoffe, dass nicht gleich wieder ein Wolf kommt. Das ist ein Morgenstein, ne? So. Das hat auf jeden Fall jede Menge Fleisch gebracht. Hoch.
grill ich gleich mal wieder, ne? Ja, mach das. So. Jetzt haben wir Kartoffel hier. Bringt 10 Nahrung. Ich esse auch meine Kartoffel. 19 Wasser. Also Wasser haben wir jede Menge, das ist gut. Gleich mal noch so eine Kartoffel. So. Haben die Nacht schon fast überstanden, ne? Ja, hatte ich schon gleich vorbei. Und mit den 2 anderen Kisten fällt mir gerade noch nie ein, aber das kann eher wahrscheinlich passieren, wenn wir dann hinten zu viel drin haben, dass wir hinten was wegnehmen und das dann hier vorlegen. Ja, ich habe sie erstmal gesetzt. Ich hoffe, sie sind dort nicht im Weg. Ich habe versucht, am Rand noch Platz zu lassen. Das ist eigentlich gut, zur Not kannst du hier so machen. Gerade so. Obwohl, wenn das Dach jetzt drüber setzt, machen wir mal. Wir sehen. Sieht lustig aus. Mhm. Aber es geht. Dann haben wir jetzt hier alle möglichen Sachen drin. Hier ist dann unser Waffenarsenal. Sichtbereich Mod. Und das Reparieren, das mit diesen Werkzeugkisten. Das ist diese Werkzeugkiste. Mit Reparaturkits kann man alle gehaltenen und beschädigten Gegenstände, Fahrzeuge und mehr reparieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es nur mit den Kisten geht. Da gibt es bestimmt noch eine andere Möglichkeit. Denke ich. So, ich stelle mich mal hier ein bisschen unter, falls anfängt zu regnen. Ich glaube, ich stehe jetzt nicht im Weg. War hier links unten was? Nee, gut. Und jetzt bin ich mal kurz weg von der Tastatur. Oh nein! So. Du guckst ja eine tolle Richtung. So, ich baue weiter das Dach aus, dass er wieder da ist. Da muss ich noch Holz sammeln, dass ich das alles verstärken kann. So, machen wir weiter. Machen wir hier hinten noch. Ich hoffe, das Dach hält jetzt. Das wird dann alles verstärkt. Da brauchen wir ganz viele Pflastersteine. Dann machen wir da überall Stein draus. So, hier baue ich noch einen Balken in der Mitte. Ich glaube, ansonsten sieht das übelst doof aus. Hier? Ja, hier. Falsche Richtung. Nehmen wir das hier weg und dann baue ich hier noch einen Balken hin. Es soll ja auch optisch was hermachen. Ja, sie erzählt euch, wie ihr seht, bloß nichts, ne? Ja, ich habe schon gemeckert, dass du so doof dastehst. Guck mal, ich habe da 2 Leitern hingesetzt. Ach hier, da kommst du noch ein Stück hoch. Und dann könnte man oben dann irgendwann vielleicht Pflanzkübel setzen. Achso, also hier haben wir wie eine Farm hier oben aufbauen. Genau. Mhm. So war mein Gedanke. Okay. Weil unten ist ja jetzt nicht für alles Platz. Aber und jetzt haben wir es um 4 und noch was. Könnte man eigentlich langsam wieder auf die Socken machen. Jetzt gucken wir nochmal kurz am Essen. Genau, aber ich bin ja schon... Guck mal, ich habe gelernt, ich habe noch 2 Balken gesetzt. Dass es mir nicht wieder einbricht. Ich habe 70 Nahrung und 59 Wasser. Ich habe Hunger, aber keinen Durst. 79. Noch nicht stark genug bin, um dem wirklich gefährlich zu werden. Nein, wir sind da lang gelaufen. In alle Richtungen. In wirklich alle Richtungen.